Rechte Strukturen innerhalb deutscher Polizeibehörden werden immer bekannter. Persönliche Informationen von Personen, die Schreiben vom sogenannten NSU 2.0 erhalten haben, wurden allem Anschein nach unter anderem in Wiesbaden und Frankfurt am Main von Polizeicomputern abgerufen. Mehrere Beamte waren daraufhin vom Dienst suspendiert worden. Einige Studierende der Universität sehen es gerade jetzt als falsches Signal, Programme zu entwickeln, mit denen die Polizei noch einfacher an sensible Informationen von Bürgerinnen und Bürgern kommt. Ich habe mich mit zwei Studierenden getroffen, die sich dafür aussprechen, die Kooperation mit der Polizei aufzuheben. Sie möchten ihr Gesicht zu diesem Thema nicht im Fernsehen sehen. Gerade weil es eben jetzt auch neue Erkenntnisse zum NSU 2.0 gibt, die belegen, dass es eben auch Personenabfragen gab an Polizeicomputern in Berlin und auch in Hamburg. Das heißt, dass dieses Netzwerk eben nicht nur in Hessen fungiert hat, sondern eben vermutlich bundesweit aktiv ist. Und die Gefahr ist dann natürlich, dass es auch in Hannover an der Polizeidirektion Leute gibt, die diese einfacheren, per Mausklick abrufbaren Personenabfragen nutzen können. Und das ist natürlich die Gefahr ist natürlich da, dass die dann von solchen rechten Strukturen und rechten Netzwerken in der Polizei missbraucht werden. In der Kooperationserklärung der Universität heißt es, auch wenn es für Fachkreise zunächst unwirklich anmutet, dass eine Universität mit der Polizei zusammenarbeitet, bietet diese Vereinbarung eine große Chance. Die Informatikstudierenden haben bereits für die Polizeidirektion Hannovers Softwares entwickelt, die bei der Personenrecherche im Internet, bei einer E-Mail-Postfachanalyse oder auch bei der lückenlosen Sicherung einiger Websites helfen. Nach einer Überarbeitung hat sogar Europol diese Programme den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Aber warum entwickeln Studierende solche Programme? Haben die Polizeidirektionen einen Fachkräftemangel im IT-Bereich? Im Schreiben der Leibniz-Universität heißt es, Polizeibeamtinnen und Beamte sind per se keine IT-Experten, wenn auch einzelne Kolleginnen und Kollegen sich mittlerweile zu Experten weiterentwickelt haben. Tatsächlich liest sich die Veröffentlichung von der Leibniz-Uni ein bisschen so, wie es wäre irgendwie Computer und Internet Neuland für die Polizei. Ja, das ist ja nicht so. Die haben ja auch eigene IT-Abteilungen. Aber ich denke, dass es einfach aus deren Perspektive ist, je mehr, desto besser. Und genau, ich finde es auch ein fatales Zeichen, wenn irgendwie Studierende freiwillig umsonst irgendwie da noch mehr reinbuttern. Der Großteil der Studierenden lehnt die Kooperation mit der Polizei bisher aber nicht ab.